Und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. Immer noch auf der Suche nach dem Koch. Ui. Die werden sie hinrichten. Geh vor. Ich halte dir den Rücken frei. Denk dran, wenn sie uns sehen, sind die Leute sofort tot. Das ist nicht gut, ne? Oh Gott, oh Gott. Das ist... der guckt hier rüber. Moment. Wo geht denn jetzt runter? Am besten. Ja, jetzt bräuchte man was zum Snipen. Und was Leises natürlich. Na, das war intelligent. Oh Gott, das läuft so aus dem Ruder. Ihr feigen Schweine, ehrlich. Sonne, feigen Dreckschweine. Na gut, jetzt haben wir eine Geisel verloren. Schande. Ja, wir hätten ja mehr befreit, aber die Gute hat einen Fehler gemacht. So, haben wir jetzt alle? Hast du mal Zeit? Was? Meinst du mich? Deputy Pratt wirkt irgendwie wie ein Armleuchter. Aber das heißt nicht, dass er verdient. Oh, ich muss los. Ich wollte den Kindern etwas Wasser geben. Wie eine Peggy aus. Und dann fragte er sie, ob sie Hunger hätten. Verhungern sagten sie ja. Und dann um Essen zu betteln. Ob sie Schweinefleisch wollten, fragte er. Das wollten sie. Also ging er zu den Eltern raus, zog ihnen die Schuhe aus und begann, das kleine Schweinchen ging auf den Markt zu spielen. Und das Blut floss in Strömen. Der Koch grinste breit, als er den Kindern die Stückchen hinhielt. Da haben die ihre eigenen Eltern gegessen. Okay. Sie endlich zu schreien aufhörten, sah ich mich um und er war einfach weg. Verschwunden. Wie eine Katze in der Nacht. Naja, deshalb nennen sie ihn jedenfalls den Koch. Also ich nehme dir aber auf Garantie eine Abkürzung runter. Sehen wir uns das mal an. Boah. Die Schwachen sind unrein und unwürdig. Der widerliche Kopf. Ihre Seelen werden von Unflat gegeißelt. Verdammt, er verbrennt sie. Also kocht er sie mit dem Feuer. Brennt, brennt im Lichte des Vaters. Opfert die Schwachen. Reinigt eure Seelen mit Gottes rechtschaffener Flamme. Greif an! Fick dich! Okay. In
Genau dort! Nicht zu übersehen! Teufel, ja! Aufpassen! Entdecken! Da ist er! Da tut's! Ich tat, was ich tun muss! Geh rüber! Gib mir Deckung! Gib mir Deckung! Glaube, Junge, du ziehst Nebenluft. Das Stück Scheiße hätte einen schlimmeren Tod verdient gehabt. Na, Vorsicht. Was jetzt, Jess? Ja? Nee, also mit dem Flammenwerfer brauche ich hier gar nicht erst anfangen. So, nu? Ich dachte, ich fühle mich besser. Das war's also. Das war's dann wohl. Ratsch hatte recht. Der Koch ist tot und ich fühle gar nichts. Ich wollte immer nur diesen Typen finden und jetzt... Ich weiß nicht, was... Was soll ich denn jetzt tun? Ratsch hatte in letzter Zeit mit vielen Sachen recht. Die Sekte. Eli. Vielleicht liegt er ja auch bei dir richtig. Also, wenn du jemanden brauchst, der auf dich aufpasst, sag Bescheid. Und danke für alles, was du getan hast. Jo, bitte. Genau, Helfer auf Abruf. Hier rein. Was wurde hier gerade markiert? Hi, Deputy. Meine Nichte ist nicht die freundlichste. Aber wenn du etwas schnell und einfach erledigen willst, ist sie genau die richtige. Yeah. Pass gut auf sie auf, okay? Sie hat eine Menge durchgemacht. Was hast du denn? Oh, was ist denn da oben? Ja, moin. Das sieht ja jetzt erst. Kann ich das abmachen? Nee, ne? Nee, schade. Okay. Nebenmission, die sind erstmal nebensächlich. Erstmal. Wie geht man hier hin? Geht doch weg, wenn du hier Idiot. Was hast du gesagt? Na? Hallo, Bär! Oh, scheiße. Ich weiß gar nicht, wie man den Gleitschirm öffnet. Gott, oh Gott.
steht erstmal ein Bär, ey. Ich glaube, der hat sich aber auch erschrocken. Schönes Plätzchen hier. Ach, das war mit diesen Autorennen hier. Ja, moin. Probieren wir es mal. Es ist keine Pflicht. Wir müssen es nicht machen. Ah, ein Elch! Noch einer! Was machst du hier? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Oh, Scheiße. Ja. Wird irgendwo gelandet oder? Ah, okay. Ah, cool. Ah, sollte man vielleicht doch mitmachen. Ist jemand, der vorgibt, ein Soldat zu sein. Oh, oh, oh. Er tötet unsere Brüder und Schwestern und bringt dieses Projekt in Gefahr. Unser Feigling soll wissen, dass er meine Aufmerksamkeit geweckt hat. Meine Jäger kommen dich holen. Du kannst nirgendwo hinflüchten. Jetzt geht's los. Das ist das, was ich meinte. Jetzt werden wir gejagt. Jäger hört sich jetzt nicht so gut an. Wenn Jacob dich haben will,
wird er dir seine besten Leute nachschicken. Pass bloß auf dich auf, Deputy. Och nö. Ha, hier bekommt ihr mich nicht. Tatsache, da kommt schon der Erste. Tja. Da musst du ein bisschen früher aufstehen. Ein Einfangteam ist auf dem Weg. Schnell weg. Hoho. Oh, da ist was. Hey, Buddy. Auf dem stillgelegten Lansdowne-Flugplatz soll ein Flugzeug stehen, aber die Peggys patrouillieren da Tag und Nacht. Was meinst du? Sollen wir uns das mal ansehen? Naja. Oh. Da war der Schuss. Wieso sind wir ausgestiegen? Vergessen, was es heißt, stark zu sein. Weißt du, früher waren unsere Helden Götter. Und jetzt sind unsere Helden nur gottlos, schwach, kraftlos, verseucht. Wir lassen die Schwachen, die Starken rumkommandieren und sind schockiert, dass wir vom rechten Weg abkommen. Aber die Geschichte kennt den Wert von Opfern. Vom Ausdünnen der Herde, damit sie stark bleibt. Wieder und wieder waren die Leben vieler wichtiger als die Leben weniger. So haben wir überlebt. Wir haben es vergessen. Und jetzt zahlen wir die Zeche dafür. Jetzt steht der Kollaps bevor. Und dieses Mal sind die Leben weniger wichtiger als die Leben vieler. Und wenn eine Nation, die niemals Hunger oder Verzweiflung gekannt hat, in den Wahnsinn abdriftet, sind wir bereit. Wir keulen die Schwachen. Wir tun, was getan werden muss. Oh.
Oh, was? Du bist kein Held. Sorry, guys. Dünn die Herde aus. Mach weiter. Ach Scheiße, wo muss ich hin? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, Mann. Du bist kein Held. Gut gemacht. Tick-Tack. Trainieren, ja? Oh, komm schon. Ja, opfere die Schwachen. Eli, ich sehe sie. Rein da. Oh, geschafft. Ich immer die Leichen checken. Ach du Scheiße! Was? Oh fuck! Er lebt! Walker, los, hol den Truck! Yes, Sir! Oh mein Gott, es tut mir so leid. Pass mal mit an, Junge. Eli, ist das. Yep. Was verdammt macht der Deputy hier? Jacob hat ihn genauso lieb wie uns. Jetzt wird alles gut, du Held. Die Whitetails retten dich. Bringen wir ihn zu Wolf, Stan? Wohin sonst? Tammy wird nicht begeistert sein. Sorg dich nicht wegen Tammy, das wird schon. Verlierst du jetzt völlig den Verstand? Jetzt warte mal, Whitty und ich waren uns einig. Ihr wart euch einig? Hey, ich war höchstens ein unparteiischer Beobachter. Es ist dumm und es ist gefährlich, das wisst ihr doch beide ganz genau. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn sterben lassen? Tammy. Er war für Gott weiß wie lange in diesem Raum. Ich habe gesehen, was er mit Menschen macht. Aber du nicht. Du kannst ihm nicht trauen. Genau das erzählt man sich über dich, aber zum Glück habe ich nicht hingehört. Das steht nicht zur Diskussion, wir brauchen ihn. Das ist alles, was zählt. Verstanden? Hattest recht, die hat's ganz locker genommen. Raus! Ich hab doch gar nichts gemacht. Das war mein Ernst. Wir brauchen dich. Ruh dich erstmal aus. Thank you.
Deputy. Die Welt ist schwach. Gleich den Gang runter. Eli wartet auf dich. Okay. Ich würde gern reden, aber Eli will was von dir. Was denn dieser Eli? Wäre gut für meine Ohren. Oh ja. Kann ich was kaufen? Gegenstände. Ach, das war das. Ach, die hätte ich gerne. Aber ich glaube, da kommt kein Schalldämpfer, ne? Aber es gibt noch eine andere. Warte mal. Was ist das hier, ey? Nee, ich lasse das erstmal so. Bis wir uns ein bisschen Kohle zusammengespart haben und dann klappt das ja auch mit der Zweitwaffe. Oh, wo ist er denn hier, dieser... Oh. Wo muss ich denn hin? Ah, hier. Gut, dass du auf den Beinen bist. Hab versucht, dich zu finden, Deputy. Dutch hält viel von dir. Hör zu, ich komme gleich zur Sache. Ich erkenne einen guten Soldaten, wenn ich einen sehe. Wir verlieren zu viele Leute hier oben. Das lässt sich nicht leugnen. Wenn es so weitergeht, werden wir wohl keine Woche mehr durchhalten. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Ich versuche, Stellungen zurückzuerobern, also habe ich Whitetails losgeschickt, um das Besucherzentrum zu sabotieren. Da deponiert die Sekte nämlich ihr Bliss. Aber unsere Leute sind direkt in die Falle getappt. Sie wurden als Geiseln genommen und uns läuft die Zeit davon. Wenn ich noch eine Gruppe reinschicke, verlieren wir vielleicht alles. Aber du, mit dir rechnet die Sekte sicher nicht. Niemand außer dir kann damit fertig werden, Depp. Niemandem sonst traue ich das zu. Ich zähle auf dich. Du wirst leise reingehen müssen. Wenn die Sekte merkt, dass du da bist, töten sie vielleicht unsere Leute. Auf dem Tisch liegt ein Bogen, wenn du willst. Hol unsere Leute da raus, Depp. Viel Glück. Wir zählen auf euch. Nee, ich hab jetzt, ich hab ja einen Schalldämpfer, also alt gut. Oder nehme ich den jetzt mit? Ich weiß doch auch nicht. Nee, ich nehme die Waffe. Ich bin vorhin vielleicht ein bisschen schroff gewesen. Keine Entschuldigung, nur eine Feststellung. Ich traue niemandem, den ich nicht kenne. Aber Eli sagt, du bist in Ordnung. Also glaube ich das erstmal, bis ich mir selbst ein Bild gemacht habe. Wenn du was drauf hast, werden wir zwei uns toll verstehen. Die Sache ist die. Wheaty versucht, einen Piratensender zum Laufen zu bringen. Er erzählte Eli, er wolle helfen, die Miliz zu koordinieren. Aber ich bin sicher, dass er nur seine Musik hören will. Also tun wir ihm den Gefallen. Das Problem ist, dass das Signal nicht durchkommt. Unser Freund hier hat gesagt, die Sekte blockiert es mit Störsendern. Er hat auch gesagt, wie. Anscheinend gibt es zwei Störsender auf Funktürmen und einen dritten mobilen, der auf der Straße patrouilliert. Schalte zuerst die Türme aus, dann müsste ich das Signal des mobilen Senders orten können. Ich sag Bescheid, sobald ich was weiß. Erledige das. Vielleicht bauen wir so etwas Vertrauen auf. Okay. Machen wir erst das. Wie kommen wir jetzt wieder hier raus? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Wir haben zu wenig Leute. Jo, später. Komme ich hier raus? Was? Ah, hier. Du bist also Eli begegnet. Jetzt bist du in guten Händen. Er wird dich mit allem versorgen, was du da oben in den Bergen brauchst. Ich behalte dich aber trotzdem noch im Auge. Bis bald. Bis bald, mein Freund. Gut, und wir machen jetzt auch Feierabend. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Wenn es heißt Far Cry 5.
So, ihr wisst ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Einen Daumen hoch wäre auch geil. Ne? Und wer noch kein Abo gegeben hat, bitte jetzt. Also bis dann. Ciao, ciao.